Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Fortnite. Heute mal was anderes. Ihr merkt selber, das sieht alles scheiße aus. Und ihr habt es auch gemerkt beim letzten Mal, ich brauchte hier unten drei Anläufe. So kann das ja auch nicht funktionieren. Deswegen, das muss alles weg. Jetzt nur die... Na, hey. Okay, dann hau da einfach drauf. Die Frage ist jetzt, baut sich das schneller ab, wenn ich das vorher verändere? Mal gucken. Ich hab nicht mitgezählt. So, aber mal angenommen, wir machen jetzt hier den draus. Geht das kleine Stück schneller? Ja, das geht schneller, definitiv. Oder es war kaputt. Boah, das ist ja echt heftig. Ich muss dazu sagen, ich habe mir natürlich Tipps eingeholt, wie man eine gute Basis baut. Wir zerstören einfach nur. Und da, ausnahmsweise gibt es dann jetzt hier für diese Aktion auch direkt ein paar Parts hintereinander. Weg damit! Kann man eigentlich die Fallen irgendwie... Ne? Wisst ihr? Kann man die irgendwie wegnehmen? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, okay, alles klar, so. Die müssen halt auch da weg. Hä? Hat er nicht übernommen? Ich wünschte, ich könnte. Ja, ich auch. Na, warte. Nur eine halbe Treppe. Oh, da gab es eine Mission, da musste ich hier so einen Radarturm bauen. Und ich habe das mit der Treppe nicht hinbekommen. Wie ein Bekloppter hing ich davor. Achso, warte, da braucht man mindestens zwei. Und dann habe ich gemerkt, es liegt gar nicht daran, dass ich das nicht raffe, sondern es lag daran, dass ich nicht genug Eisen hatte oben. Ihr seht, ich habe auch 2000 voll, weil wenn wir die Basis bauen, dann natürlich aus Eisen. Ich kann ja direkt mal sagen, ich habe mich jetzt für die Variante entschieden, die der Fraps, so heißt er auf YouTube, da vorgestellt hat. Ich fand die sehr kompakt, schön. Ja, ist immer so ein bisschen relativ, aber kompakt und ziemlich widerstandsfähig. So auf den ersten Eindruck. Ich habe vorhin auch, um halt ein bisschen Metall zu sammeln, ja, eine ähnliche Technik mal angewendet. Dann bei dem Atlas, den ich da setzen musste. Tut mir eigentlich weh hier, die Fallen kaputt. Wieso lasse ich die einfach liegen? Da wo die... Ja, wir lassen die liegen. Das bringt ja immerhin noch ein bisschen was. Ja, ich auch nicht. Ja, okay. War jetzt blöd, die abzureißen. Egal. Die gehen ja nach und nach eh kaputt, wenn die dann hier sind. Die Höhe. Was hab ich? Warte. Hä? Tut mir leid. Ah, warte mal. Das liegt wohl... Nee, daran liegt es nicht. Okay. Die Hülsen, meinte ich. Die machen es ja früher oder später eh kaputt. So. Heute ist Demolition Day. Ich kann eigentlich auch gleich hier anfangen. Das außen drum lassen wir dann einfach stehen, so als zusätzliche Defense-Einheiten. Defense! Also vor allem nicht Einheiten, ne? Aber hier aus Holz, das ist ja mal so billig. Das ist auf jeden Fall das nächste, was ich machen wollte. Nachdem wir beim letzten Mal so kläglich gescheitert sind hier und ich meine, wir haben es ja dann geschafft beim dritten Anlauf. Aber das bringt doch nichts. Das ist doch alles schlecht. Dein Ernst? Ja. So, hau drauf! Schade, dass man da eigentlich das Holz nicht wiederbekommt. Generell die Rohstoffe. Was sie alles nicht kann. Also ich bin noch ein bisschen fail manchmal hier, wenn ich so wild rumklicke. Aber es ist schon mega besser geworden. Ah, ah, ah. Aha. Ach so. Aha. Warte mal. Okay. Nee, der muss jetzt leider weg.
Geht wahrscheinlich nicht, weil da die Falle dran ist. Geht's, ne, von hier geht's auch nicht. Tut mir leid. Aber hier muss ich anfangen zu bauen. Hey. Ja, auch da können wir das noch lassen. Ich wünschte, ich könnte. Quatsch doch nicht, so eine gequirlte Scheiße. Ah, da ist keine Falle dran. Also ich habe echt richtig coole Dinge entdeckt, wie man sich hier die Hülsen sowas von vom Leib halten kann. Das tut auch, das war auch notwendig, sich dann nochmal zu informieren. Und dann habe ich direkt schon eigene geile Ideen wieder gefunden. Also jetzt nehme ich natürlich erstmal eine Variante, die ich auf YouTube gesehen habe. Ja, der kann weg. Und ich werde es wahrscheinlich, wie ich mich kenne, eh noch optimieren. Wie gesagt, mir ist gerade schon in der kurzen Runde, das war ganz billig, Clowntown, was habe ich da gemacht? Also nicht viel. War auch, glaube ich, Level 2. Es ging mir nur ums Farmen der Rohstoffe, dass wir jetzt genug Eisen haben. Habe ich direkt erkannt, wie man es noch geiler bauen kann. Hey, da geht doch. Was drücke ich eigentlich? Warum, weshalb labert die ganze Zeit? Was labert die? Hey! Dein Ernst? Ja. Lass dir mal neue Sprüche einfallen. Bam, bam. So, der muss leider auch verschwinden. Es kann natürlich sein, dass es jetzt vielleicht, es kommen ja noch ein paar, paar Missionen hier, wo ich das schützen muss, auf jeden Fall. Von daher ist das okay, dass wir das jetzt machen. Also ich will, weiß Gott, kein Ratgeber sein. Dafür bin ich einfach noch voll der Noob. Aber jeder fängt hier mal als Noob an. Und ich habe jetzt erst richtig angefangen. Also logischerweise bin ich ein Noob. Aber ich merke doch, ich lerne schnell. Manchmal habe ich auch noch so richtigen Fail-Aim, weil die Hülsen bewegen sich auch komisch. So ruckartig. Manchmal dann machen die einen Moonwalk zurück und dann sprinten die nach vorne. Ja, genau, so, sehr gut. Nein, das will ich nicht machen. Du sollst bauen. Genau. Erstmal schön. Näher ran komme ich nicht. Erstmal Metallwände drumherum. Na? So. Ging es dann weiter. Dann decken wir das Ganze hier ab. So, hier, mit denen habe ich noch gar nichts gemacht. Jetzt muss ich nur schauen, welches das ist. Ich glaube, das war dieses Element, richtig. Ui, mein Gott. So, und hier machen wir das so. Ups. Hätte ich fast falsch... Ach, ging eh nicht. So, hier müsste jetzt sowas drauf gehen, genau. Und jetzt nochmal. Ja. So, eine schöne Pyramide. So fast. So, natürlich, den Rest, den machen wir dann nach und nach. Ich lasse das, wie gesagt, noch stehen, weil es jetzt blöd wäre, das alles abzureißen. Das verschwindet nach der Zeit so oder so, wenn die kommen. Die scheiß Hülsen. Oh, und jetzt geht's aber eigentlich los. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier geht. Geht nicht, weil die Teile möchte ich jetzt haben. Allerdings aus Eisen. Metall. Das wird nicht nur Eisen sein, nehme ich an.
So, habe ich Metall ausgewählt? Genau. Hey, der muss weg. Da muss er auch weg. Halt. Vor allem, wie die Karte sich, wenn man die jedes Mal neu entdecken muss, finde ich auch komisch. Also, ich sag mal jetzt so komisch, hier bei der Heimatbasis finde ich es komisch. Da ist doch egal. Ich bin schon einmal alles abgelaufen und habe alles abgelootet. Alle Bäume, alle Steine, jegliches Metall, wobei hier gibt es nicht so viel Metall. Genau, der muss auch noch weg. Ups, so, und hier, das wird dann... Dein Ernst? Genau, das macht sie nicht. Ich scherze nicht. Also müssen wir doch noch ein paar mehr entfernen. Aber das lohnt sich doch, weil ich echt zu tun hatte hier. Oh, da ist doch noch einer. Da kommen noch ein paar mehr. Weg damit! Das sah komisch aus. Ja, ich versuche ab und zu doch mal hier diesen Kreise da zu treffen. Das Target halt, aber... Bringt ja auch was, aber naja, ganz ehrlich. Ist jetzt hier nicht ganz so wichtig. So, dann bauen wir jetzt da sowas hin. Hui, das sieht aber gut aus. Halt. Jo. So. Natürlich müssen hier dann überall noch Fallen dran. Allerdings gebe ich mir für später auf. Jetzt geht es erstmal nur um die... was kam jetzt? Treppen? Ich glaube schon. Wir machen es einfach mal. Wenn falsch, dann offscreen weg. So, ihr merkt schon selber, die müssen jetzt hier durch, dann durch die Treppe durch und dann können die erst durch die Hauptwand durch. So, hier gab es auch wieder was Cooles. Andersrum. Hallo? Ach so, bestätigen. Alles klar. So, wir haben jetzt auf diesem kurzen Segment, also na hier so ganz nah an der Basis, also an der Hauptwand, genau. Sagen wir es so, an der Hauptwand haben wir jetzt schon drei Hindernisse, wo die durch müssen, aus Metall. Natürlich, später musste man die dann alle noch um eins upgraden. Sofern die dann alle gebaut sind. Warte. Genau. Ein Upgrade. Müsste man dann halt einmal komplett drumherum auch durchziehen. So. Sehr schön. Jetzt. Nein! So. Perfekt. Ja. Hau dir den Kopf ein. Doppelsprung. So. Und weil ja auch die... Was sind das, glaube ich, Hexen? Und die komischen Fettklöpse mit diesen Feuertanks gerne hier oben was draufschmeißen, müssen wir natürlich vorsorgen. Und da gibt es eigentlich nichts Besseres, als hier diese Mini-Pyramiden halt drauf zu... Bestätige es doch, Danger. Die hier nochmal drauf zu setzen, weil die dann halt erst dadurch müssen, bevor die durch die eigentliche Decke durchkommen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ziemlich krass. So, und hier kommen jetzt eigentlich nur noch die Teile dran. Und dann seht ihr schon, jetzt sind es schon vier Wände, wo die durch müssen. Erst durch die normale Wand, dann hier durch diese halbe Bodenplatte mit dem Zaun, dann durch die schräge und dann durch die Hauptwand.
Finde ich echt geil. Ah ja, hier gibt es natürlich das Problem. Welche mache ich da? Ganz genau, die normalen Platten. Ach, die kriegen wir da gar nicht mehr rein jetzt. Okay. Kommen die da unten dann durch? Ich weiß gar nicht, ob hier was rauskommt, ehrlich gesagt. Machen aber jetzt einfach, hä? Folgendes und... Was macht die denn hier? Die soll doch einfach weiterbauen. Genau, jetzt. Was hatte ich denn ausgewählt da gerade? So. Weiter geht's mit den Wänden. Also, ich will jetzt noch nicht verraten, was ich schon für eine Optimierung entdeckt habe. Halt, stopp. Die Mauer muss weg. So, das hätten wir doch schon mal. Warte mal, bauen wir uns mal hier gerade... Dann gehen wir in diese Richtung. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Und ja, auf jeden Fall, unten sind es vier Wände. Oben müssen die erstmal durch die Pyramide durch, dann durch die oder die die Bodenplatte, hier durch die kleinen Pyramiden, bevor die überhaupt oben durch sind, um hinten an... meine Basis zu kommen. Und ich würde sagen, beim nächsten Part geht es dann weiter. Das da unten muss ich auch noch aufrüsten. Im nächsten Part geht's. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Wir können natürlich jetzt hier theoretisch können wir nochmal so eine kleine Barriere bauen und dann vielleicht hier auch noch irgendwelche Fallen dran oder hier nochmal eine Decke mit Fallen nach unten. Ja, zu den Fallen kommen wir später, weil da muss ich eigentlich echt noch ein bisschen sammeln und auch, ich will dann auch wenn gleich starke Fallen verbauen. Also eine Falle kommt auf jeden, da kommen wir jetzt schon gar nicht mehr so rein, warte. Hä, das sieht aus wie Holz. Ne, das ist aber Blech, ne? Ja. Moment. Eine Falle kommt auf jeden Fall hier dran. Denke ich mal. Also ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich die Fallen verteile, also... In dem Video, was ich gesehen habe, waren hier schon Fallen oder hier erst Fallen. Fände es aber geiler, wenn die weiter vorne kommen schon. Also wenn man dann hier die Stachel dran setzt und hier draußen dann vielleicht noch eine Decke drüber und dann unten Stacheln, dann an den Decken fallen und Boden fallen. So einmal komplett drumherum und dann ist man schon mega stark abgesichert. Jedenfalls, danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch übelst geile Tipps habt, wie ich das noch geiler bauen kann, noch stärker, noch effektiver. Und vor allem, welche Fallen ich einsetzen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.